Ohne Fleiß kein Preis, das Motto der 5. Kulmbacher Gitarrentage. Um einen Soloauftritt wie Peter Fischer hinzulegen, braucht es viel Übung und noch viel mehr Geduld. Dazu ein guter Rat vom Experten für alle Anfänger. Ich würde mich auch persönlich noch nicht mal so als besonders talentiert beschreiben. Ich bin nur halt immer dran geblieben und habe eigentlich nie Pausen gemacht. Und auch wenn man so das Gefühl hat, dass es eigentlich so rückwärts geht, dranbleiben, einfach weiter üben und eines Tages wacht man auf und hat den entscheidenden Entwicklungssprung dann gemacht. Parallel zum E-Gitarrenunterricht bei Peter Fischer gibt es weitere Workshops für Konzertgitarrenspieler. Mit Rat und Tat stehen Peter Ernst und Karin Scholz vom Duo Bergerac zur Seite. Im Gruppen- oder Einzelunterricht für 13-jährige Schüler genauso wie für 45-jährige Musiklehrer. Erkennbare und vor allem hörbare Fortschritte macht dabei jeder. Das freut ganz besonders die Dozenten. Ja, es war sehr interessant und sehr nett. Es waren jetzt hauptsächlich Erwachsene da, die selbst Gitarrenlehrer sind. Also das sind Leute, die an der Musikfachschule in Kronach studiert haben, ich glaube, das heißt so. Und selbst Gitarrenlehrer sind, die sich weiter fortbilden. Und das ist immer sehr interessant. Es war ein gutes Niveau. Zufrieden mit den Gitarrentagen im Kinder- und Jugendkulturzentrum Alte Spinnerei ist auch das Organisationsteam. Ja, wir haben immer mehr Anfragen von auswärts und es kommen immer mehr Schüler dazu und Interessenten, Gitarristen, die hier Unterricht nehmen wollen, sich darstellen wollen oder am Sonntag eben auch vorspielen möchten. Vor allen Dingen unsere Schüler, die am Sonntag dann ihr Abschlusskonzert erleben. Für 2012 sind bereits die nächsten Gitarrentage in Planung. Bis dahin heißt es üben, üben, üben. Nur so wird etwas aus der eigenen Karriere, wie beim Duo Bergerac.